Noch zwei. Noch eins. Hallo ihr Lieben, ich sitze hier gerade im Headquarter von Peloton in New York und ich nehme euch heute auf eine kleine Reise mit. Und zwar zeige ich euch ein paar der geilsten, coolsten, besten Coaches von Peloton und die haben mich auch ins Schwitzen gebracht. Also, anschauen. Wenn ihr Musik liebt, wenn ihr Beats per Minutes liebt, wenn ihr auf die Musik quasi euren Ride machen wollt oder ein Workout machen wollt, dann muss ich euch auf jeden Fall den Mastertrainer Cody ans Herz legen. Cody ist mittlerweile ein Freund und hat mich hier quasi in New York geonboardet und ready gemacht für euch und für Peloton. Er ist ein sehr, sehr inspirierender Mensch, kommt aus dem Tanzbereich, also hat sozusagen auch das Gefühl, wie man richtig tanzt, wahrscheinlich mehr als ich, eindeutig mehr als ich. So Cody, how are you? I'm good, good morning. Good morning, yeah. Good morning. Oh, no, I messed that up. Okay. My German's not that great. Locker. 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 Yes. Locker is the word. Relax. Right. There we go. Really good. Cody, what do you like about Peloton or why you love to work for Peloton or with Peloton? Well, I've been working for Peloton like for 5 years, and what I love about Peloton is my ability to enter people's homes, enter people's lives, and help them become the best version of themselves and help them create and manifest the change that they want to bring about in their lives. Peloton in three words. Connected fitness community. Einer der wirklich interessantesten und mit der meisten Power in sich tragenden Trainer ist Tunde. Also da müsst ihr euch auf jeden Fall mal ein paar Rides anschauen und mitmachen. Ich habe auch in New York ein Ride mit ihr zusammen gemacht und ich sag euch, sie hat mich fertig gemacht. What do you like about Peloton? Yeah, I mean, what is there not to like? I would say what brought me or what lured me to Peloton was the fact that you have the opportunity to impact so many tens of thousands of millions of people on a daily basis inside of their own home. To be able to motivate people, to inspire people, to connect with people in their homes. That, to me, that's fascinating. That's why I love being a part of this. That's great. Yeah. That's really great. I think I can do it once I'm on the bike. Hold on. Yeah. I saw that. Okay. I don't even know how to do it if I'm not on the bike. Okay, so I have to do it also like... Okay. So. You have to lay back. Okay. Lean back a little bit more. Lean back. Lean back. And then? Lean. But you gotta hold on to... It's the core. Nope, I'm not... There's not this. No. Just use your core. Strengthen your core. Yeah. Okay, now go back slowly. Yeah. Fingers come up, and then it's like a roll, but you gotta get your shoulders in it. There it is, hey. But you're rolling in, yeah. I'm pushing out. Roll it up, And then you gotta get like real into it, like real happy. But it's better on the bike because it just like comes and it's like a natural flow. You got it, Thank you. See? All right, I'll see you on bike 38. Okay. Doing all that. Kommen wir zu einer kleinen Stärkung. Bevor ich bei dieser wundervollen Frau mit trainiere. Ha? Huh? Ja. Huh? I don't understand what you said, but What's up, you guys? Welcome to Peloton. My name is Tunde Oyuname. Thank you so much for joining me. I'm so happy that you're here. I want you to love it and have a good time too. Built in plenty of flat roads just for you to jam and enjoy your life. Minimum resistance now 41. Cadence 80 to 85, hold it. Yeah. Every time I did it, I was like, how's it for you? So, Tunde ist Glas. Richtig Spaß gemacht. War auf jeden Fall brutal anstrengend, weil ich mich aber auch, und das ist heute das erste Mal, so richtig an einem Leaderboard aufgerieben habe und unbedingt auf dem Leaderboard mindestens in den Top 3 kommen wollte. Ich bin am Ende und war nur Fünfter. Das heißt, wieder mitmachen. Für all diejenigen von euch, die auch vielleicht Lust hätten, nicht nur auf dem Bike zu sitzen mit Peloton, sondern auch zum Beispiel Kraftkurse zu machen oder halt mal aufs Laufband zu gehen, für die gibt es höchstwahrscheinlich auch bald coole Möglichkeiten. Und dann solltet ihr die Kurse auf jeden Fall mit der lieben Jess machen. Die hat mich nämlich auch gerade schon richtig gequält. One. Woo!
Ooh, look at that stability in the hips. Two, three, four. Let's go. Jump those feet in wide. Ooh, look at that Frogger. Eric, are you part frog? Sehr, sehr tolle Frauen, ein unfassbar schönes Lachen und die euch auf jeden Fall immer motiviert, an eure Grenzen zu gehen. Super Trainerin. Viel Spaß dabei. Let me know something about Peloton. What is, why you do this and why you love it? You can log in on any class at any hour of the day across the world and you can see other people on the leaderboard doing that workout at the same time as you. When we warm up, you want to get the glazed donut look. Okay. And that has completely stuck. So now everyone's like, the glazed donut look. They tag me on Instagram and on Facebook. And so basically it's just that nice little shine on your face, right? Yeah. In your arms, your shoulders, your neck. But that's how you know that you're, you know, starting to get warm. Yeah, so right. The glazed donut look. Für die Deutschen, für euch. Bei uns heißt es, wir schwitzen an, also richtig unsexy. Und in Amerika heißt es einfach, Jess sagt es, den glänzenden Donut-Look zu bekommen. Das ist unser Ziel. Thank you so much. Oh my gosh, that was amazing. That was amazing. Der nächste Trainer, den ich euch vorstelle, mit dem habe ich ein spezielles Verhältnis, denn mit ihm habe ich meinen ersten Ride gemacht. Das heißt, bei ihm habe ich das erste Mal so richtig geschwitzt und er war auch der Coach, mit dem ich als erstes ein kleines Lunch-Meeting hatte und der auf jeden Fall ein super, super lustiger Kerl ist. Wenn ihr Lust auf Hip-Hop-Rides habt, wenn ihr auf so einen richtig coolen Trainer Bock habt, der halt so ein, auch ein richtig cooler Rapper sein könnte, dann schaut euch doch mal die Rides von Alex an. Super smarter Typ und bringt euch auf jeden Fall ins Schwitzen. It's nice to meet you again. Welcome to the family, brother. Thank you so much. Thank you so much. You look great. I'm trying, brother. You have a nice chicken. Come on, I'm trying to get buff like you. What is your, like, you have a catchphrase? Yes. Or you have something what is special in your classes? One of my major things that I've been saying since the start of my career is feel good, look good, do better. I truly believe that once you feel good, we just had a discussion. Yeah. I'm talking from haircuts to the way that you sleep to the way that you diet. That's all about the feel good part. Yeah. If you feel good, then you look good. If you aesthetically look good, then most of the time in your life, you're going to do better whatever it is you want to do, whether it's family, career, work. I kind of believe feel good to look good to do better. And that's my simple catchphrase. Sorry about that. That's my simple catchphrase. Like, that's great. Yeah. That's great. And you look good. Thank you, brother. I'm getting a haircut today, so I can't wait. So you feel good and you look good. Exactly. And then all is perfect. Which allows me to come into Peloton every single day and do better. That's nice. Great. So, should we do some exercises? It's on you. What do you want to do? I saw over there the the table. Okay. I think we have to play a game. Done. Do you like to play a game? I'm too competitive. Don't do that to me. Game time. Out. Game time. Out. Oh, mother. Good guy right here, man. Great family. Can't wait to see what he creates at Peloton. Excited for you. Seriously excited. We ride together. We shine together. You guys know that. Come on. Love, brother. Okay, love. Thank you. Welcome to the family, all right? Thank you, bro. Yes, sir. Ich mach das für euch. Ich mach das nicht für mich, auch wenn es so aussieht, aber ich mach's für euch. Und wenn es euch gut geht, dann bin ich richtig, richtig happy. Und deshalb bin ich jetzt auch hier, um mit euch so viel wie möglich Rides zu machen, um mit euch Spaß zu haben, mit euch zu schwitzen. Deshalb schickt mir gerne eine Nachricht bei Instagram Hauptstadttrainer und bis bald. Danke, Peloton! Ja.